Jo, liebe Leute, letztes Spiel, nächstes Spiel auf jeden Fall steht an. Wie gesagt, Hertha, der nächste Gegner heißt nicht, nein, wahrscheinlich nicht Hertha. Das wäre natürlich jetzt das nächste Ligaspiel steht auf jeden Fall an. Wir haben jetzt Spieltag Nummer 8. Momentan sind wir sogar Tabellenführer. Ah, Ludwig hat so seine Probleme. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall auch anders probieren, anders lösen müssen. Und zwar werde ich Kolasinac als link als defensiven Mann ziehen. Neben Lazar. Und mit Duarte einen. Also ein junges Talent aus der eigenen Jugend. Mal spielen, der hat ziemlich gut gemacht, hat auch traf auch beim 6:0 in Hamburg. Und warum soll er nicht jetzt mal die Chance als Stammspieler bekommen? Wie gesagt, auf jeden Fall geht es in der Liga weiter und danach geht es, denke ich mal, irgendwann noch gegen PSG. Grün ist verkauft, oder grün, wie auch immer. Gut. Mal, da ist auch ein Angebot reingekommen. Da war ich jetzt ein bisschen zu schnell im Reingehen. Ah, ich dachte, wäre noch ein. Da wäre noch ein bisschen was dazugekommen. So, sollte das funktionieren? Darmstadt ist der nächste Gegner. Okay, Darmstadt 98, und sind die Werder Tabellenführer. Die haben nämlich ihr Spiel dann wieder gewonnen. So. Ja, und dann ist es PSG. Also der Tabellen 18. im Heimspiel. Und dann heißt es gegen Paris. Aber jetzt erstmal der FC Darmstadt. Und danach das Topspiel gegen den französischen Hauptstadtclub. Die werden nicht ganz ohne werden. Definitiv nicht. Aber wie gesagt, da habe ich mich jetzt nicht drauf konzentriert. Jetzt muss ich mich jetzt mal auf die Liga konzentrieren. So, geht es sofort los. Er wird heute im Fokus stehen, denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Alari läuft auf jeden Fall warm. Live bei EA Sports. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Am Mikrofon auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Darmstadt 98. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Mal gucken. Gegen Tabellen 16, die haben momentan noch 7 Spiele ein Pünktchen rausgeholt. Das sollte eigentlich ein Pflichtsieg sein. Die beste Defensive auf der anderen Seite, das Team mit dem schwächsten Abschluss. Das sollte ja eindeutig sein. Noch nichts haben die auf die Reihe bekommen. Die Darmstadt einmal 0-0, aber das war's auch. Einfach 40 werden. Aber wie gesagt, wir haben auch schon bei Union verloren. Die Tabellenletzter waren abgeschlagen. Ne? Heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Sie stehen, was die taktische Marschroute angeht, immer enorm. Paltzon, unser neuer Innenverteidiger, nur so nebenbei. Tore schießen. Das ist eine sehr vorsichtig ausgedrückt defensive Ausrichtung. Na gut, auf geht's. Kümmern wir uns mal um unsere eigene Aufgabe. Läuft. Königsblau
mit dem Anstoß. Also, wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall heute Darmstadt müssen wir schlagen. Das sollte eigentlich durchaus eine mögliche, lösbare Aufgabe sein. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Aber wie gesagt, mal schauen. Bremen ist momentan Tabellenführer tatsächlich. Wir sind Zweiter. Zwei Clubs, die in den letzten Jahren sicher in der Krise waren. Auf einmal hier Anfang der vierten Saison ganz vorne mit dabei. Na gut, träumen kann man ja mal. Viktor Paulsson. Fabian Schneller. Den Zweikampf für und Akpo Guma. Und da ist der Ball wieder weg. Kommt jetzt die Flanke rein. Geht damit. Jawohl, gut gelöst da. Und der Konter der Gelsenkirchener läuft. Versuchen sie zumindest. Abgefangen der Darmstädter. Zeigen könnte, wie beim Auswärtssieg, als man auf den HSV traf. Und der 6:0. Marco Richter. Mal zumindest da schon mal die Hauptaufgabe. 15. Minute 1:0. Nein, ich läuft's mal an. Und im Abschluss auch noch effizient. So, Tor Nummer 6 in dieser Saison. Also in Führung, 1:0. Tor für Schalke 04. Die Nummer 23. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. So, der Konter, der nächste Konter, der Schalke läuft über Jamal Rose und der unter der Woche vor der Saison noch ein 85 Millionen Angebot von Juve vorliegen hat und der liegt vor. Die Schalker wollten dann die 90 Millionen für den Jungen, für den Niederländer. Damals war Juve dann doch zu viel. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann trifft er die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Ich glaube, ich habe Adi 20 bezahlt, glaube ich, oder 16 bezahlt für ihn. Den habe ich ja schon zur dritten Liga-Saison geholt. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was ja, auf jeden Fall schon mal Aufgabe Nummer 1. Genau so hat er sich das erhofft. Gelöst, Paulinho läuft auch langsam warm. Funktioniert also, so langsam die Offensive. Bin ich auch ziemlich froh drüber gerade. Viktor Paulsson. Aber wie gesagt, der Darmstadt sollte eigentlich durchaus machbar sein. Müller. Aber wie gesagt, das kann auch, habe ich auch damals über Union gedacht und haben verloren. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Müller. Dinger Poguma. Oh, und der Konter läuft über Javairo de Roson. Lucas Alario. Paulinho. Paulinho, der sehr schnell ist gegen mein Gott, der Konter vorbei. Und erzielt hier locker das 3:0, 27. Minute. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Hm. So. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Ja, Doppelpack, Paulinho. Fabian Schnellhardt. Melem. Super Aktion. Ah, gut gemacht da. Richter. Sead Kolasinac. So, der Sinn hat ja als Sechser jetzt momentan arbeitet. Savic. Ah, den kann er nicht mitnehmen. Und dann geht Maloney. Guter Vorstoß jetzt. Ah, da. Da ist er da.
Hapo Guma, sehr gut. Und holt sich den Ball. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Unglücklich, dieser Pass. Savage, gut abgekocht da. De Rozan. Tempo, Tempo, Tempo. Der Niederländer. Und Schuren, der verhindert hier sogar noch das 0 zu 4 noch. Also, ja, sieht so aus, als würden die Schalker die Aufgabe Darmstadt erstmal lösen. Oder es relativ schnell erledigen. Sie haben den Ball. Becker. Becker, der guter Ball auf. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Guter Einsatz, Ball ist auf Richter, aber der kommt dann nicht mit seiner Flanke durch. Ecke kommt in die Mitte. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Bader. Dann ist Halbzeit. Beruhigende Führung zur Pause. 3 ja, Spielstand nach 45 Minuten. So. Gucken wir, was in der zweiten Halbzeit passiert. Also Doppelpack Paulinho und die der ist Tor von Richter nach einer Viertelstunde sind bisher die Ereignisse der ersten Halbzeit. Die Schalke hätten locker noch 3-4 Tore machen können, aber oder beziehungsweise locker noch 1-2 Tore machen können, so viel wahnsinnig nicht. Aber gucken, was halt in der zweiten Halbzeit noch passiert. Na ja, gut gemacht, aber der kommt nicht an. Gut gemacht, da aufgepasst von Savic, glaube ich, was? Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Palsson. Und der Elfmeter für Darmstadt. Genau das meine ich. Bloß nicht irgendwie einen blöden Fehler dahin zu machen. Maloney gegen Zentner. Wird er zum Elfmeterkiller? Ja! Hat ihn! Als nächstes steht die UEFA Champions League an für den FC Schalke. Dann geht es zu Hause gegen PSG. Und das ist ein so. Und jetzt gibt es tatsächlich Freistoß für die Schalker. Schaut das an. 3:3 für die Darmstädter. Palz und Leben, nicht gefault wurde auf der anderen Seite. Gibt jetzt hier das, kriegt jetzt hier gelb für das taktische Foul. Freistoß aus gefährlicher Position, das könnte durchaus was werden. Jetzt die Chance. Oi, ganz knappe Geschichte. Toller Freistoß, alles richtig gemacht. Am Ende fehlt das Glück. So, nächster. Berko. Was machen die Schalke? Machen die hier noch ein Tor? Sie wollen natürlich, klar, da bin ich mir ziemlich sicher. Guter Vorstoß da jetzt. Da ist die Hereingabe. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. So, Ecke für die Gäste. Ecke kommt rein. Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos. Ah, wieder so ein blödes Ding in der Vorwärtsbewegung. Man will es schnell machen. Es gibt wieder Elfmeter, diesmal ist es Savic. Das verstehe ich jetzt gerade in die Situation nicht. Das war für mich ein normales Foul. Ich habe den Ball, also kein Foul. Ich habe den Ball. Nein, ich habe doch einen Ball gespielt. Der fällt doch erst, bis der Ball weg ist. Und das war mein Ding. Also, sorry, für mich ist es kein Elfmeter. So, Maloney Giga gegen Zentner. Und der war so schwach geschossen. Und dass der Keeper da locker seinen zweiten Elfmeter holen kann. Also, Robin Zentner holt seinen zweiten Elfmeter aus dem Kasten heute raus. Gut, die Schalker verhindern ihn. Mach ihn nicht das Fehler. In der Bundesliga geht es für die Gäste mit diesem Spiel weiter. Und Darmstadt wird gegen die Bayern nicht allzu viel machen können. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Guter Ball auf Javairo de Rozan. Die Reingabe kommt an den
Und da ist er drin. Das ist das Tor mit dem Kopf von der 4-0, 73. Darmstadt zweimal wirklich die Chance mit diesen Elfmeter. Irgendwie was zu machen. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Die Flanke kommt rein. Und dann sehen wir natürlich, dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Ja, das ist keine Anstrengung. Hier nochmal dieser Treffer. Ja, gegen die Laufrichtung keine Chance im Keeper. Und dann ist es Marco Richter. Er mit dem Doppelpack. So. Dreifachwechsel. Einfach mal ein bisschen schon für Paris. Die nächsten Jungs. Und jetzt kein Alario-Tor heute. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Bader. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Duarte. Schöne Aktion. Schöner Tor. Ball auf. Musiala wird es keiner zu zweit. Genau hinschauen jetzt. Was für eine Parade. Riesenszene. Ganz stark gemacht. Sieht Palzon raus. Da kommt die Ecke. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch. Und das war Kalacic, wie man sagt, mit der dieser Ecke. Mit der nächsten Chance. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich überragend. Ja, so war sie nicht bisher. Wir haben locker noch ein paar Tore mehr schießen müssen. Ist er schwer vom Ball zu trennen? Er setzt sich hier gegen alle durch. Ganz energisch. Ah, da kontern die Darmstädter den Schalker Konter aus. Oder beziehungsweise. Da geht er vorbei. So, und jetzt. Mein Gott, ey. Jetzt fangen sie mal mit Frust an. Gelb für die Darmstädter. Kann man durchaus geben. Willem. Gleich ist das Spiel aus. Das wird ein verdienter Erfolg. Sie waren über Marco Richter, Karl Leitschel, der gerade nicht wirklich die Situation macht. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Holland. Melem. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Jetzt wird's gefährlich. Sie holen sich den Ballbesitz. Heute müssen wir so, und dann ist es ist nur 4-0. Das war für am Ende die Schalke verschießen einige Chancen, aber gewinnen diese Pflichtaufgabe souverän. Offensive sehr gut im Griff. War so genau, aber ehrlich gesagt auch zu erwarten. Ja, hochverdienter Sieg. Das ist so einfach klar zu sagen. Und der nächste Gegner ist am PSG. Das wird schon mal eine Ecke schwieriger werden als Kolasinac. Ja gut, der okay, der. So, mal gucken, ob er mal 35 mitgeht. Wenn sie jetzt natürlich sagen, sie wollen nur die 30 haben. Naja, gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel gegen PSG. Da müssen wir natürlich ein bisschen was. Eigentlich musste da schon was reißen, um noch eine Möglichkeit drin zu haben. Einfach in meinen Top-Teams musst du hinter dir lassen. Ob es das PSG ist, ob es das Tottenham ist, weiß man noch nicht. Wir schauen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall das Spiel an und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Wird bestimmt spannend.